Hallo und grüß euch alle miteinander, da bin ich wieder, der Markus Burkhardt, hoffentlich bitte euer Schottergartenexperte. Aber da muss man ja aufpassen, wie man das formuliert, weil sonst stürzt mich gleich rein in die Gärten des Grauens und das wollen wir natürlich nicht, weil es soll ja um das gehen, wie kann man solche Kiesgärten, Schottergärten, Sandgärten, wie auch immer, dass man es nennen, schön und vielfältig machen. Ich sage jetzt sogar eher so, weil oft sind es ja Vorgärten. Man macht die Tiere auf und man sollte eigentlich das Paradies vor der eigenen Haustüre für uns, aber auch für Biene, Hummel, Schmetterling, das sollte man vorfinden. Und ich glaube, von dem träumen auch ganz viel. Und es ist gar nicht kompliziert, dass man das macht. Und das werden wir uns heute anschauen, welche Pflanzen oder wo ich diese Pflanzen für mich selber ein bisschen zusammenstelle und raussuche. Und dann machen wir das aus eigenem Beitrag. Weil es waren sehr viele interessante Fragen auch dazu beim letzten Mal, bei dem theoretischen ersten Teil. Die beantworten wir dann sozusagen im dritten Teil, weil sonst wird es uns einfach wieder zu lang. Und da sind schon ganz wirklich sehr interessante Sachen dabei gewesen. Der Film dient hauptsächlich als Überbrückung bis zu dem Zeitpunkt, wo es ich schaffe, im Shop eine eigene Kategorie aufzubauen, wo man sich die Pflanzen dann aussuchen kann. Wäre super praktisch, aber für viele ungewöhnlich. Ich möchte euch jetzt ein bisschen erzählen, vielleicht auch als Tipp für euch, wie ich herangehe, um solche Pflanzen auszuwählen. Und gehen wir mal eher davon aus, dass es sich um einen Kies- oder Schottergarten handelt, der eher sonnig ist, eher warm ist und vom Boden her, wie der Name sagt, eher schottrig, durchlässig, wobei das nicht unbedingt sein muss. Ich schaue nämlich da, es gibt da eh nicht so viel Bücher drüber. Ich werde euch unten das, was ich weiß, an Büchern reinstellen. Von der Beth Chatto gibt es ein sehr altes Buch schon. Ist aber ganz lässig, weil es irgendwie sagt, wie bunt, wie lebendig solche Kiesgärten sein sollen. Also wir haben nichts mit diesen sterilen Geschichten zusammen, die momentan die deutsche Gartenszene erschüttert, sondern wir wollen es lebendig. Und ich schaue noch in zum Beispiel wirklich ein cooles Buch und ich nehme das deshalb, das ist ein Pflanzenführer, weil das werdet ihr dann eh sehen, ich stelle euch das dann unten hin, das hat ein paar ganz schlechte Kritiken. Wenn man reinschaut auf Amazon zum Beispiel, kannst du das kaufen, das wird fast verrissen, möchte ich sagen, weil das nämlich ein Buch ist, es ist eigentlich ja ein Pflanzenführer, das heißt, du kaufst das normal, das Buch, und denkst, oh, super, habe ich ein Buch, kann ich pfeifend durch die Natur gehen, sehe ich irgendeine Blume und dann schaue ich, was das ist. Und da werden die Leute natürlich wahnsinnig, weil da drin finden sie es nicht so leicht, weil dieses Buch nicht nach Farben gegliedert ist, sondern, und das zeichnet das Buch aus, es ist nach Lebensbereichen gegliedert und ich finde, das ist eine super Geschichte für Leute, die sich mit heimischen Pflanzen beschäftigen und die im eigenen Garten haben wollen, weil du einfach genau da drinnen diese ganzen Lieblinge vorfindest, die bei uns einerseits heimisch sind und in solchen Gärten aber auch super funktionieren. Wie die Kose das schafft, dieses Video mit etwas Leben zu füllen, ist mir noch ein Rätsel. Ich erzähle einfach ein bisschen. Nein, dieses Buch nochmal zurück zu dem, weil die meisten Pflanzenführer, die nicht für Botaniker geschrieben sind, und ich nehme an, die meisten sind keine Botaniker, die zuschauen, die suchen Pflanzen nach den Farben der Blüte. Das ist auch okay, überhaupt kein Problem. Aber was einem natürlich dabei völlig abgeht, erstens zu welcher Familie diese Pflanzen gehören, das ist oft ganz interessant. Und in dem Fall ist zum Beispiel cool, ich schlage auf Inhaltsverzeichnis, Äcker, Schutt und, Achtung, Kiesplätze, Wege. Das ist die erste. Und die zweite, dann geht es gleich gut weiter, Trockenrasen, Magerwiesen, steinige Hänge, Mauern. Und genau da drinnen sind alle die Pflanzen, die in solchen Kies- und Schottergärten sich wohlfühlen. Und wenn man dann ein bisschen nachliest, sieht man, aha, der will aber trotzdem eher einen fetten Boden, einen nährstoffreichen. Das ist ja nicht ausgeschlossen, so wie ich habe einfach fette, nährstoffreiche Böden. Und dann weiß ich, der mag es hier, der fühlt sich da wohl, zum Beispiel
Das war so was herzgespannt, das ist so eine Pflanze. Die wächst gern so am Wegesrand, schuttig und mag aber einen nährstoffreichen Boden. Und da kannst du, das sind, weiß ich nicht, wie viele Seiten, 100 Seiten vielleicht, da kann man sich dann mal ein bisschen durchackern, da sind auch viele Pflanzen drin. An dieser Stelle kurze Werbung natürlich für unseren Shop, wo wir uns immer freuen, wenn es euch was findet. Da sind viele Pflanzen, schau, ich habe es genau richtig aufgeschlagen, eine meiner Lieblingsblumen, die Ackerglockenblume, Campanula rapunculoides, ein sperriger Name, ein cooles Teil, die wächst gern so an, bei uns auch, wenn du einer fährst, bei der Ortstafel, direkt unter der Ortstafel, wächst im Schoder drinnen. Da gefällt es ja. Und da hole mir ich einfach sehr, sehr viele Pflanzen aus. Wilde Karde, ich habe mir da ein bisschen so Zedeln reingekriegt. Dann haben wir da gewöhnliches Leinkraut, Linaria haben wir auch im Shop. Die ganzen Königskerzen, eh klar, alles was Königskerzen ist. Die schwarze mag es ein bisschen nährstoffreicher. Dann haben wir da eine coole Geschichte, Natternkopf, den kennen glaube ich eh schon viel. Nächste Seite, das ist vielleicht ganz ungewöhnlich, auch der Boretsch. Der Boretsch ist eigentlich eine Pflanze, eher so schuttige Wegränder. Also da kann man sich wirklich wahnsinnig viel Inspiration rausholen und wer dann Rosenmalve, Malva Alkea haben wir auch im Shop. Was steht da zum Beispiel? Wege, sonnige Böschungen, Dämme, zerstreut fast ganz Europa. Also weiß man schon, sie mag es sonnig, sie mag so Dämme, also eher dort, wo es trocken ist. Beim Natternkopf, das lese ich euch vielleicht noch vor, sonnige Unkrautfluren, geile Bezeichnung, Wege, Kiesgruben, da haben wir es schon, Steinbrüche häufig, Europa. Also da weiß man dann, da mache ich sicher nichts falsch. Und mit sowas finde ich, bist viel besser würde ich nicht sagen, vielleicht gibt es ein super Buch drüber, als, oder ich suche mir es einfach lieber da aus, weil da weiß ich halt, da geht es hauptsächlich um heimische Pflanzen und mit denen tust du einfach viel mehr Insekten und um das geht es ja uns hoffentlich auch, ansprechen und anlocken in den eigenen Garten. Zu den Insekten, filmst du überhaupt? Zu den Wildbienen, da möchte ich noch ein kurz drauf was sagen, weil das war ein kurzes Kommentar, dass die mit dem Kiesgarten so ein bisschen Probleme haben. Aber das werden wir sich für später aufhalten. Oder ein Tipp von mir, das ist jetzt für Oberösterreich. Das kannst du bestellen beim Land Oberösterreich, ist ein Pflanzenführer für geschützte Pflanzen. Schaut mal bei euch rein, in eurem werten Bundesland. Was gibt es denn für ihre Bundesländer? Bayern. Viel mehr weiß ich nicht. Baden-Württemberg, Große Hüfmer. Was gibt es alles? Sachsen-Anhalt, oder wie heißt das? Franken, genau, Franken. Ich weiß eh auswendig alle, aber ich habe jetzt nicht die Zeit einfach. Also es wisst, schaut rein einmal, euer Bundesland und viele Bundesländer stellen Listen dieser geschützten Pflanzen bereit. Ist voll interessant, einfach auch, weil man schluckt. Weil man sich bei jeder dritten steht, vom Aussterben bedroht, stark gefährdet. Und ich habe mir da jetzt zum Beispiel, wo man das reinklickt, Ameria, Grasnelke. Haben wir auch im Shop zum Beispiel, ist da sogar super abgebildet mit im Steinschutt drinnen, zerstreut in Gesteinsfluren und Magerrasen. Ist schon mal cool. Ah, Schneerose. Zerstreut in kalkreichen Edellaubwäldern. Also Kalk haben wir schon mal erwähnt bei der Schneerose und die mag so schottrig, steinig, Humus allerdings vom Boden her. Also da kann man sich auch ganz gute Infos rausholen und man findet vielleicht ein paar Schmankerl, wo man sagt, six, die habe ich schon mal gesehen. Oder wo gibt es denn die bei uns? Finde ich einfach vom Zugang super, weil man die eigene Pflanzenwelt vor der Haustür kennenlernt, lieben lernt und schätzen lernt. Ja, da sitze ich jetzt bei meinem Schreibtisch und denke schon wieder an das Frühjahr. Es wird bald kommen, das ist das Schöne. Und viel von euch weiß ich auch, die uns da schon länger begleiten oder hoffentlich auch kurz jetzt dabei sind, immer gerne abonnieren. Bitte danke, freut uns alle. Wenn ihr dabei seid, wir schauen auch, dass wir hier und da einen Kreidenfilm raushauen, den man vielleicht auch von der Sprache her versteht. Das ist ja eigentlich ein Sprachkurs für unsere deutschen Freunde, dass sie sich im Urlaub leichter tun da bei uns. Eigentlich. coole Bücher, alles, wo es um Wildbienen geht zum Beispiel. In dem Fall ein altbekannter Klassiker vom Westrich, das kennt ihr euch kaufen, umgeschaut.
Wilde Bienen, Heinz Wiesbauer, ein gigantisches Buch, auch Knirst nieder. Das sind super Bücher. Und komischerweise, klingt jetzt komisch, für diese Kies- und Schottergärten waren genau da drinnen einfach irrsinnig viele Hinweise, wie man sowas gestaltet. Und das nämlich das Wissen auch viele Leute nicht, gerade diese Sand- und Kiesgruben hat es von der Fläche her früher wesentlich mehr gegeben. Scheinbar in Deutschland, ob die Zahl stimmt, ich weiß es nicht, aber ich habe es kürzlich jetzt einmal gelesen, ist nur mehr, ich glaube so 2% von der ursprünglichen Fläche dieser ganzen Kies- und Schotterflächen erhalten. Einerseits, weil das verbaut wird, diese Flächen, aber, und das Problem haben wir, weisen Umweltschutzorganisationen eh schon lange darauf hin und interessiert sein kann, wenn eine Schottergrube ausgebeutet ist, das wäre ja ein Wahnsinnslebensraum, oder das sind Wahnsinnslebensräume für ganz viele Tiere, Insekten, Reptilien und so weiter. Nur müssen die dann rekultiviert werden. Das heißt nichts anderes, Erden drüber schieben und Fichten draufsetzen oder was auch immer. Das heißt, der ganze Lebensraum, der eigentlich da wäre, verschwindet, weil diese ganzen Schotterwände, die wären ja ideal für unsere Wildbienen zum Beispiel, können sie einarbeiten. Und auf diese Lebensräume nehmen diese Bücher so viel Bezug. Oder in dem Fall jetzt da Stadtbrachen sind besonders wertvolle Lebensräume, da wo sich die Städter über ärgern, wenn sie spazieren. Jetzt, wie schaut es denn da aus? Da kehrt da mal ein bisschen zusammengekramt. Genau das lieben eben die Insekten, das wollen sie. Dort haben die Pflanzen eine Ruhe. Dort entstehen die sogenannten Unkrautfluren, wo manches Mal die Eselsdistel vorkommen kann. Eine Pflanze der Unkrautflur. Da haben wir zum Beispiel besonders wertvolle Lebensräume. Einfach so ein paar Lebensräume aufgezählt. Offene Sandlebensräume. Das habe ich beim ersten Teil eben gesagt. Es kennt solche Flächen auch mit Sandmulchen statt mit dem Kies. Wäre sehr, sehr cool. Und so geht es halt da dahin und da sind verschiedenste. Asics, das da habe ich mir was reingelegt. Ich weiß aber nicht, ob ich es filmen darf, was die wegen die Urheberrechte. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Macht man nicht, aber es ist ein geiles Buch. Aber da ist das ganz gut beschrieben, so eine alte Darstellung von einem Kieswerk, wo die Wände stark abbrechen. Und da können sie irrsinnig viele dieser Wildbienen reinbauen. Und solche Wege, solche Reine entlang der Äcker, entlang der Einfahrten in die Dörfer hat es ja früher viel gegeben. Das gibt es heute nicht mehr, weil überall entweder eine Mauer hinkommt, damit es sauber ausschaut, oder es wird fünfmal im Jahr Mulch gemäht, damit es sauber ausschaut. Das wollen wir nicht. Da haben wir schon ein paar Filme gemacht. Straßenrand, Lebensraum, Straßenrand in Gefahr. Also das wäre noch einmal ein Thema, wo man viel machen könnte. Gehört zwar jetzt nicht ganz daher, aber es ist so. Irgendwo gehört es daher. Ist ja auch. Der Straßenrand ist ein Kiesgarten. Ja, die herrlichsten, wirklich die herrlichsten Pflanzen sind da. Ha, da haben wir schon wieder. Natternkopf. Der gewöhnliche Natternkopf wird von vielen Wildbienen genutzt. Der gewöhnliche Natternkopf ist eine attraktive, ich sage eine höchst attraktive Pflanze, die im Angebot der meisten Gärtnereien fehlt. Hallo, was ist los mit euch? Eine mit dem Natternkopf. Wisst ihr, wieso sie ihn nicht haben? Weil er zweijährig ist. Der hält dann nicht recht lang im Topf. Du musst irgendwie verhindern, dass er ausbliert. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben den im Shop. Ist eine wahnsinns robuste Pflanze, die halt zweijährig ist. Im zweiten Jahr Blüte. Wow! Und dann fällt das nächste Mal das Ladelobe, weil er hin wird. Da fragen sich dann die Leute, was ist los mit ihm? Habe ich was falsch gemacht? Was habe ich gemacht? Er stirbt. Nein, das ist sein Lebenszyklus. Er sieht sich tausendfach aus. Wunderbare Pflanzen. Sieht sich super, super gut aus. Brauchst nur ein paar Sätzen auf einer Kiesfläche, wenn du das zulässt, das kannst du selber steuern. Dann hast du im nächsten Jahr wahrscheinlich schon 20 oder 30 oder gehst einmal so zum Nachbarn um in seinen Kiesgarten. Tschüpp, 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 tschüpp. Und dann schaust du, was passiert. Ich habe jetzt einmal meinen eigenen Shop, unseren Shop, drauf durchsucht, was es alles in diese Kiesgärten oder Schottergärten oder Sandgärten, wie gesagt, Sand, sehr geil, setzen könnt. Ich mache einen Rap draus. Lavendel, Natternkopf, Manstreu, Kartäusernelke, Steppensalbe, Wiesensalbe, gelbe Skabiose, überhaupt alles Skabiosen, Tarp. Und die hören nicht auf zum Blieren, die fangen relativ spät an und dann geht es durch bis zum Winter. Kade, die ist auch so eine Zweijährige, die ist auch gut. Tup, 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 tup.
beim Nachbarn in Kiesgarten. Königskerzen. Ebenso, wenn Sie zum Beispiel in einem beschaulichen, pittoresken, sauberen, gepflegten Städtchen wohnt, wo es vielleicht so Bankette habt, irgendwo, wo der Boden halt noch ein wenig offen ist, dann geht es einmal mit einer Königskerzen. Tschick, tschick, tschick. Da ist dann was los. Da habt ihr dann diese Blattrosetten im ersten oder im zweiten Jahr und dann hast du richtig eine Blüte. Aber wahrscheinlich machen sie es fünfmal im Jahr. Echtes, ich verwechsel immer Leim und Leinkraut. Echtes Leinkraut und das Leimkraut gehen beide. Das echte Leinkraut ist das Göwe und das Leimkraut ist das Taubenkropf. Leimkraut, wer immer Botaniker. Was hat das für einen Namen? Unglaublich. Ackerglockenblume, Knäuelglockenblume, Ackergavatz, ein cooles Teil, den Ackerrittersporn kennen vielleicht viele von euch, die mögen auch solche, nicht ganz zu nährstoffarm, also eher ackermäßig, aber kann Ackersand sein. Habichtskraut, Wegwarte, Kugeldistel, wow! Also die Pflanze. Lichtnelke, Wiesenflockenblume, Dipdamm, ja, wow, Wahnsinn, Dipdamm in so Sandgeschichten, nährstoffarme Böden. Sandgrasnelke, Felsennelke, immer wenn Sand und Felsen dabei steht, dann weiß man eh schon, okay, Hinweis drauf. Möhre, die wilde Möhre. Färberginster, Färberginster, sehr cool. Ist übrigens ein Gehölz, ist keine Staude in dem Fall. Kuhschelle, die Kuhschellen sind ja, die hat es früher überall gegeben, wo diese Flussablagerungen, diese kiesigen waren, wo die Schodergruben waren, da sind die Kuhschellen gewachsen. Wo sind die Kuhschellen? Sie verschwinden. Sie verschüssen sie. Sandfedernelke, Bergaster, großer Ehrenpreis, Thymian, Färberkamön. Ich kann es nicht lesen. Wolzist, Wolzist, die große Wollbiene liebt den Wolzist. Das ist eine super Geschichte für diese Bienen. Da kannst du wirklich diese Insekten anziehen und anlocken mit solchen Pflanzen. Die ganze, ich sage immer, die Kräuter der Provence-Partie. Bohnenkraut, Üsop, ja gut, Bohnenkraut ist nicht aus der Provence, aber ist der Lebensraum. Bohnenkraut, Üsop, Lavendel, Salbei, Thymian, mag alles diese Kiesgärten. Also wenn sie sagt, das hat doch keinen Sinn, so ein Kiesgarten, dann setzt euch Kräuter ein. Dann kannst du rausgehen und für dein Schätzchen die besten Kräuter ernten. War doch was, oder? Mauerpfeffer, Wundklee, wächst bei uns sehr viel an den Straßenrändern. Der Wundklee, super coole Pflanzen. Gelber Lauch, Graslilie, Esel, Abkürzung für, richtig, Eselsdistel. Also ihr seht, da gibt es schon einen Haufen, was man da setzen kann. Da kann man sich richtig austoben. Und das war, wie gesagt, Pflanzenführer, 100 Seiten, mal 500-600 Pflanzenstädel auch da drinnen, wo du aussuchen kannst. So, das war es jetzt von mir. Ich hoffe, es kommt dem Paradies wieder ein paar Schritte näher. Und man muss sich nochmal anfangen und dann kann man es zulassen. Und sinnbildlich, ich glaube, weil es ganz gut dazu passt, haben wir da die Blüten von der wilden Karde, die wir auch im Shop haben, die man auch jetzt setzen kann. Die kannst du wirklich überall setzen. Der ist alles wurscht. Und die ist einfach für so viele Insekten, aber zum Beispiel für einen Stieglitz. Der liebt die Karden, der holt es im Winter, fliegt dazu, wie zupft es aus, also es mögen auch viele Vögel. Skabiosenflockenblume war so eine super Geschichte für einen Kiesgarten. Ich glaube, die habe ich gar nicht gesagt vorher. Skabiosenflockenblume, super. Seht sie auch gut aus. Kann man eigentlich das meiste von den Sachen, kannst das Ganze übersetzen. Und da kann man sich richtig austoben. Also, wenn jemand schon einen Kiesgarten hat von euch und nicht ganz happy ist, weil er vielleicht zu wenig vielfältig oder was auch immer ist, kann man den super aufpeppen. Und die, die vielleicht von dem immer ein bisschen träumt haben, go for it. Man kann das wirklich lässig und geil machen, dass keiner auf die Idee kommt, ein Foto davon zu machen und das in Gärten des Grauens reinzustellen, weil es sind wirklich Paradiese vor der Haustür. Macht es gut. Pfiat euch. Skies are falling, please believe this, I will be here.